Hallo, lieber Hungrige. Warum der Name des Kuchens? Ganz einfach, weil eine Zutat dabei ist, die einem im ersten Moment doch ein bisschen irre erscheint, aber ihr werdet sehen. Also, wir brauchen dafür Mehl, Zucker und wer Kalorien sparen will, das kann gerne auch Birkenzucker, also Xylit sein. Wir brauchen Natron, Kakaopulver, etwas Salz und Speisestärke. Und voilà, die verrückte Zutat. Und da werdet ihr im ersten Moment denken, na hat er sie noch alle? Doch dann fällt euch ein, woraus Mayonnaise zu 90% besteht, nämlich aus Eigelb und Öl. Und durch das Backen, ich verspreche euch, da ist nichts von Mayonnaise zu schmecken, aber, und deswegen ja, der Kuchen wird super saftig. Und wir brauchen noch ein Stückchen Wasser, doch das sollte ja in einem gut sortierten Haushalt kein Problem sein. Und dieses geben wir gleich erstmal in einen Topf, kochen es auf, schütten das Kakaopulver dazu und rühren es ein. Und nehmen den Topf dann, bevor er überkocht, schnell vom Herd und lassen nun alles auf Zimmertemperatur abkühlen. In der Zwischenzeit geben wir in eine Schüssel zum Mehl die Speisestärke, den Zucker, auch das Salz kommt mit rein und ebenso das Natron. Anschließend alles kurz, aber gründlich miteinander vermengen, also am besten mit dem Schneebesen. Und nun geben wir die inzwischen abgekühlte Kakaomischung in eine große Schüssel, geben nun als erstes die Mayonnaise mit dazu und verrühren beides gründlich. Am besten wieder mit einem Schneebesen. Und dann geben wir schrittweise, also verteilt so auf ca. 3 Portionen, die vorbereitete Mehlmischung mit dazu und rühren diese ständig dabei ein. Das Ganze geht relativ schnell, bis wir am Ende eben eine homogene Masse haben. Und nun brauchen wir eine Backform, optimal mit 26 cm Durchmesser, ordentlich eingefettet, weil der Teig eben relativ flüssig ist. Diesen also hineingeben, der verteilt sich ja im Prinzip von selbst. Trotzdem vielleicht nochmal ein bisschen hin und her schütteln und dann ab damit in den Backofen. Und gebacken wird nun für 30 Minuten, macht zum Ende hin ruhig mal die Stäbchenprobe, bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Fertig gebacken sollte er so ungefähr aussehen. Wir lassen ihn in der Form abkühlen, befreien ihn dann aus dieser und können den Kuchen nun so essen, mit Puderzucker bestäuben oder, so wie ich, dekorieren. Also zum Beispiel mit Kuchenglasur und farblich passenden Dekomaterialien. Die Kuchenglasur habe ich einfach schnell in der Mikrowelle geschmolzen, gebe sie nun über den Kuchen und verteile sie noch ein bisschen. Entweder mit einem Messer oder, so wie ich, mit einer kleinen Winkelpalette. So, dass auch am Rand ein bisschen was runterläuft davon. Und nun, ja, es ist ja bald Valentinstag, passt aber auch zu ganz anderen Anlässen. Deswegen also die Herzchenform. Ich hatte es ja von Weihnachten noch gar nicht weggeräumt. Und diese kleinen süßen Dekoherzchen. Hier könnt ihr es besser sehen. Wenn die Glasur dann angetrocknet, aber noch nicht ganz fest ist, die Deko soll ja haften bleiben, eine Form draufsetzen und gleich genau überlegen, wohin. Denn korrigieren ist dann nicht mehr. Und den Inhalt dann eben mit den Zuckerherzchen befüllen. Und anschließend verfahre ich eben mit Herz Nummer 2 ebenso. Und jetzt können wir diesen lecker saftigen Schokokuchen genießen. Aufgeschnitten könnt ihr sehen, was für ein schöner Teig das ist. Und ich betone nochmals, da schmeckt nichts nach Mayonnaise. Der Kuchen ist richtig lecker. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber einen Schokoschaumkusskuchen backen möchtet oder vielleicht doch lieber Bienenstichmuffins, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.